Ganz genau. Diese Lampen sollen dafür verantwortlich sein, dass wir sicher im Netz surfen können. Und das sollen sie besser können als jeder Computer. Wie können Lavalampen das Internet sicherer machen? Wir checken es. San Francisco, Stadt der Start-ups und Tech-Giganten. Hier sitzt das Unternehmen Cloudflare. Einer seiner Mitarbeiter? Thomas Seifert. Wir haben ihn vor dem Lockdown besucht. Der Deutsche kümmert sich um die Finanzen. Die Kernkompetenz des Unternehmens, den Internetverkehr sicher zu machen. Und zwar für große Kunden wie zum Beispiel Uber. Dann gehen wir noch ein Dock essen. Ja, dann darf ich dir zeigen, warum du hier bist. Klar, wir sehen, von den Lavalampen gibt es sogar ein ganzes Regal voll. 100 Stück. Aber wie Internetretter sehen die jetzt nicht aus. Eher wie ganz gewöhnliche Lavalampen. Sie blubbern und leuchten. Was hat das mit unserer Internetsicherheit zu tun? Dafür müssen wir erstmal Folgendes wissen. Immer wenn wir online Essen bestellen, shoppen, Geld überweisen oder E-Mails checken, geben wir Daten preis. Etwa Kontonummern und Anschriften. Es besteht die Gefahr, dass wir gehackt und bestohlen werden. Die Daten sind wichtig, sind geheim. Und das Interesse von Angreifern oder Hackern herauszufinden, was sich dadurch bewegt, ist sehr, sehr hoch. Damit Hacker nicht an unsere persönlichen Informationen kommen, müssen wir die verschlüsseln. Und das funktioniert so. Ein Text wird in eine Zahlenfolge umgewandelt. Es entsteht ein Verschlüsselungscode. Der ist umso sicherer, je länger und zufälliger die Zahlenfolge ist. Zahlen willkürlich aneinanderreihen klingt nach einer einfachen Aufgabe. Computer machen das digital. Doch genau darin liegt der Knackpunkt. Computer sind für viele Sachen gut, aber sie sind schlecht, um Zufallsereignisse zu generieren. Computer werden dazu genutzt, um deterministisch Sachen immer wieder gleich zu erzeugen. Moment mal, was? Deterministisch. Ein kleiner Galileo-Informatik-Crashkurs gefällig? Deterministisch heißt vereinfacht gesagt, ein Computer macht immer festgelegte Arbeitsschritte und bekommt am Ende immer die gleichen Ergebnisse. Bedeutet, er kann einfach keine Zufallszahlen generieren, weil ein System dahinter steckt. Und genau das ist eine Schwachstelle, die Hacker ausnutzen. Um gute Schlüssel zu generieren, braucht man zufällige Ereignisse. Und zufällige Ereignisse zu generieren, zufällige Zahlen zu generieren, ist viel schwerer, als man sich das eigentlich vorstellt. Man muss da ganz kreative Wege gehen. Und da kommen die Lavalampen ins Spiel. Denn ihr Geblubber ist total zufällig. Die Art und Weise, wie sich das Wachs durch dieses heiße Öl bewegt, ist nicht vorhersehbar. Und deshalb ist so eine Lavawand eine ganz gute Quelle, um Zufälligkeit und Zufallszahlen zu generieren. Jede der Lavalampen blubbert unterschiedlich. Und auch innerhalb einer Lavalampe ist das Geblubber nie gleich. Je nach Temperatur wandert das Wachs im Öl auf oder ab. Oder verwandelt sich in Blasen, Schlieren und Tröpfchen. Komplett unvorhersehbar und ohne System. Aber wie werden aus dem Geblubber Zahlen? Das funktioniert so. Eine Kamera an der Decke macht jede Millisekunde ein Bild von den Lavalampen. Das wird in sogenannte Pixel aufgeteilt. Das System wandelt jede Veränderung innerhalb eines Pixels in Zahlen um. Heißt, ist das Bild nur eine Nuance heller oder dunkler? Oder schwimmt die Blase nur ein kleines bisschen höher, ändert sich auch sofort die Zahl. So entsteht eine lange, zufällige Zahlenfolge. Und das geht so. In diesem Bild sind die Pixel nicht immer gleich gelb. Aus hellgelb wird zum Beispiel die Zahl 8. Aus einem dunkleren Gelbton zum Beispiel die 3. Ein System rechnet die Farben in Zahlen um. Moment mal. Wenn aber auch hier ein System dahinter steckt, kann das nicht auch gehackt werden? Schwierig, denn der Hacker braucht immer den Ursprung des Codes. Da das System den Code aber nicht selber herstellt, sondern der Ursprung die Bilder der Lavalampe sind,
ist für ihn der Code nicht nachvollziehbar. Und genau da setzt die Firma sogar noch einen drauf. In unserem Büro in London haben wir ein chaotisches Pendel, das nach einem ähnlichen Prinzip funktioniert. In unserem Büro in Singapur messen wir radioaktiven Zerfall in einem Geigerzähler. Und so kommen viele, viele zufallsgenerierende Methoden zusammen, um dann am Ende eine Zahlenfolge und einen Verschlüsselungsschlüssel zu generieren, der sehr, sehr sicher ist. Heißt, Thomas und sein Team mischen die Daten aus so einem chaotischen Pendel, Geigerzähler und Lavalampen zusammen, sodass das eh schon Unvorhersehbare noch unvorhersehbarer wird. So wehren sie täglich 72 Milliarden Hackerangriffe ab. Es stimmt also wirklich, die Lavalampenwand macht unser Internet sicherer und sie hat noch einen weiteren coolen Nebeneffekt. Ich finde die Wand gut. Es bringt ein relativ schweres und komplexes Thema unseren Kunden, unseren Mitarbeitern und Leuten, die einfach hier vorbeilaufen und reinlaufen und fragen, was das denn soll, relativ nahe. Bedeutet aber auch, die Lavalampen und ihre Bewegungen sind für jeden zu sehen. Macht es das nicht doch etwas unsicher? Nein, denn jeder Schatten auf der Lampenwand beeinflusst das Bild und bewirkt damit das Erstellen von neuen Codes. Übrigens, auch die Kamera ist sicher. Wenn sie ausfällt oder gehackt wird, greift sofort ein Backup. Fest steht, es ist eine Kunst, sich so etwas auszudenken, aber auch ein lukratives Geschäft für Verschlüsselungsexperten.